Auch bei der Kassettenproduktion steht am Anfang das Band, auf dem die Originalmusik vom Tonstudio angeliefert wird. Sie wird zunächst auf ein robustes, wesentlich breiteres Band, das Masterband, überspielt. Dabei kann man noch einmal letzte Korrekturen bei Frequenzgang und Pegel vornehmen. Wie bei der späteren Kassette werden nun die zwei Stereospuren der A-Seite und nach Umdrehen die beiden Spuren der B-Seite aufgespielt. Dies Masterband mit seinen insgesamt 4 Spuren landet anschließend auf einer gesonderten Abspielapparatur und wird dort eingelegt. Doch hier wird es nicht wie üblich als Bandwickel vor und zurück abgespielt. Es kommt vielmehr in einen sogenannten Schleifenkasten, in den es in wilden Verschlingungen hineinläuft. Das ist kein Bandsalat. Hier herrscht chaotische Ordnung oder geordnetes Chaos, wie Sie wollen. Der ganze musikalische Inhalt einer Tonkassette liegt schließlich in diesem Schleifenkasten. Ein richtiger Kasten voll Musik. Schließlich werden Anfang und Ende des Bandes zusammengeklebt zu einer endlosen Schleife. Ist die Schleife fertig, kann das Masterband anlaufen. Aber nicht etwa in üblicher Kassettenbandgeschwindigkeit, sondern 64 Mal so schnell. Mit dieser Geschwindigkeit werden nun beide Tonspuren, also die A-Seite vorwärts und die B-Seite rückwärts, gleichzeitig auf die schmalen Kassettenbänder überspielt. Und zwar, je nach Bedarf, auf beliebig vielen Maschinen. Ist ein Band voll, wird ein neues eingelegt, während die anderen weiterlaufen. Ein Steuerimpuls auf dem endlosen Masterband startet das neue Band genau dann, wenn die Musik von vorne beginnt. Und das alles mit 64-facher Geschwindigkeit. Das sind über 3 Meter pro Sekunde. Später beim Abspielen, zum Vergleich, werden es nur 4,75 Zentimeter pro Sekunde sein. Auf diesem Automaten werden dann fertig bespielte Bänder genau portionsweise in Kassetten eingefüllt. Gesteuert durch den mitlaufenden Impuls jeweils vor Beginn der Musikspur. Hier ist alles automatisch. Das Ankleben, das Einspulen und schließlich das Auswerfen der fertigen Kassette. Alle 4 Sekunden im Takt. An einer anderen Stelle laufen schon gefüllte hellgraue Kassetten in eine Druckmaschine. Der Käufer will schließlich wissen, welcher Musikgenuss ihn auf welcher Seite erwartet.